Quatsch, Gefahr gibt's hier nicht. Du bist bei Henry Danger. Henry Danger. Sein Name ist Gefahr. Und da ist Graf Romillis Tagebuch Teil 1. Welch ein Zufall. Hohoho. Und diese Tätigkeit ist sogar noch profitabler, als ich erwartet hatte. 5 der letzten 7 Entführungen waren ein Erfolg. Nur 2 Knaben hatten Väter, die zu geizig waren, ihre Söhne auszulösen. Da es dort wohl noch weitere Nachkommen gab, wurden die gefangenen Rotznasen als entbehrlich eingestuft. Nicht vergessen, in Zukunft ein wesentlich geringeres Lösegeld von Kunden mit mehr als einem männlichen Erben verlangen. Ich habe die Jungs auf Anastasia von Beaumont angesetzt. Der Herr von Burg Zülzer ist ein unglaublich wohlhabender Edelmann und Anastasia ist ein einziges Kind. Das riecht nach einer lukrativen Transaktion. Die Jungs sind in der Nacht mit der Tochter des Kunden zurückgekehrt. Das Mädchen ist ruhig, gar apathisch. Um die Burg herum gehen seltsame Dinge vor sich. Rabenschwärme sitzen in den Bäumen, die an den Innenhof grenzen. Heute Morgen sind noch mehr dazu gekommen. 2 Dienstmägde sind verschwunden. War nicht das dafür etwa meine Jungs verantwortlich? Oder haben diese Raben sie zu Tode gehabt? Hier verdeckt ein riesiger Tintenfleck die Hälfte der Seite. Einige meiner Knechte sind gestorben. Auch den anderen Bediensteten wurde er von Baumwurzeln getötet. Einer meiner Knechte ist gestorben. Auch den anderen Bediensteten wurde er von Baumwurzeln getötet, die plötzlich aus dem Boden schossen. Meine Männer sind vor Angst wie gelähmt. In den Ländereien um das Anwesen herum heulen bei Tag und Nacht die Wölfe. Die Burgmauern zu verlassen würde den sicheren Tod bedeuten. Sie haben uns im Inneren verbarrikadiert und leben wie bei einer Belagerung. Zum Glück verfügen wir über reichlich Nahrung und Wasser. Vielleicht handelt es sich dabei um eine Art von Fluch. Franz, der Kopf der Einheit, die Anastasia entführt hat, hat den Feindtod durch die Schlinge gewählt. Hier ist ganz sicher schwarze Magie am Werk. Ich muss in der Burgbibliothek nach Hinweisen darauf suchen, um was es sich hierbei handeln könnte. Was mag das nur sein? Juhu! Eine Erscheinung, da brauche ich sicherlich Geisteröl für. Wo habe ich denn Geisteröl? Insektoiden, Geisteröl. Alter, Alter! Verdammt, bist du hässlich. Schwert hat ein bisschen gelitten hier. Oh la 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 la, nur noch 50% auf dem Schwert. Geht ja mal gar nicht. Hallo? Hab ich nicht noch? Doch. Hab ich doch noch. Okay. Pressebrief. Oh la la. An den ehrenwerten Raphael von Burmann, Herr von Burg Zitzer. Wir möchten euch, edler Herr, versichern, dass eure Tochter sich allerbester Gesundheit erfreut. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn ihr Vater gemäß unseren Anweisungen handelt. Diese lauten wie folgt. In 6 Tagen, genau um Mitternachtsschlag, habt ihr, mein Herr,
euch vor der verfluchten Kapelle in der Nähe von Brunnwig einzufinden, um ein Lösegeld in Höhe von 1000 unbeschädigten Novigrader Kronen zu übergeben. Ihr dürft keinen Alarm geben und müsst allein erscheinen, ohne Wachen oder Bedienstete. Ich verzichte darauf hinzuzufügen, dass jegliche Nichtbefolgung dieser Anweisung zu einer sofortigen und proportionalen Verschlechterung des Gesundheitszustands der jungen und hübschen Dame aus ihrem Hause führen wird. Meine besten Grüße euch, Herr. Wow. Da ist doch noch ein Geist. Hallo Geist. Also. Das war das. Schnell in die Questen. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Schatz suchen? Ja, der geht leider nicht, ich weiß. So sieht das aus, ne? Also die Gwindinger, die lasse ich mir so außen vor. Das ist der kaputte, der geht nicht. Zwei Fehlschläge haben wir nur. Das ist super. Das eine ist eine Gwind und das andere ist das Ding mit dem Hurensohn Junior gewesen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal das Ding zu Ende. Weil dann sind wir nämlich hier soweit durch, das richtig in Erinnerung habe. Gehen wir mal ganz kurz schauen. So, gelesen haben wir alles. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt wieder zurück ins schöne Toussaint, weil das Wetter hier in Novigrad ist schlecht für meine Knochen. Ganz schlecht. Auf nach Toussaint! Und zwar nach Corvo Bianco. Okay, kleiner Blick noch. Wie heißt so schön? There's no place like home. Herzlich willkommen in Corvo Bianco, meinem Anwesen, was ich von der Herzogin geschenkt bekommen habe. Oh, diesen Mistkerl hast du es aber gezeigt. Ne? Danke, dass du uns von diesen Hansen befreit hast. Gerne doch. So, ich schau mal ganz kurz nach. Und zwar, Plötze hat jetzt den Sattel des Ritters Gerald von Riva und sirikanische Scheuklappen. So, wir schauen mal kurz nach, was wir noch Schönes hier haben. Wir haben noch einen ophirischen Reisesattel, hat 85er Ausdauer und der Überlegene hat 30. Wow, Überlegener Sattel mit 30er Ausdauer. Mein jetziger Sattel hat 90. Ne, so viel zu dem Thema. Ich habe hier noch unseren Schild, eine Trophäe. Und sicherlich noch die eine oder andere Sache, die man schön sich an die Wand hängen kann. Ne? So. Aber den Stall haben wir auch ein bisschen hübsch gemacht. Die Hütte haben wir hübsch gemacht. Das ist kein abgeblätterter Putz da oben. Das sind schöne Malereien an der Wand. Ganz toll gemacht.
Hallo, Mr. Haushofmeister. So heißt er, genau. Ha. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Ich freue mich, dir mitzuteilen, dass die Arbeiten abgeschlossen sind. Jetzt kannst du die Schönheit des Weinguts in vollen Zügen genießen. Weiß Bescheid. Verzeih bitte meine Dreistigkeit, Herr. Aber ich denke, da die ganzen Arbeiten an Corvo Bianco abgeschlossen sind und das Anwesen schöner denn je aussieht, sollten wir des Augenblicks gedenken. Na klar, Party! Sicher, warum nicht? Während der Aufräumarbeiten vor der Renovierung habe ich eine Flasche Sepremento gefunden, oh. Jahrgang 1250. Der Gute. Ich weiß nicht, durch welches Wunder sie überlebt hat. Ich denke, heute wäre ein guter Grund, sie zu öffnen. Auf jeden Fall. Mach die Brille auf. Mach die Flasche auf. Und dann ist er direkt ins Publikum gerannt, mit brennendem Strauß in der Hand. Alle dachten, das würde zur Vorführung gehören und haben gelacht. Auch als die Kulisse Feuer fing. Erst als die Flammen an Baron Marifkins Bart leckten, merkten die Leute, dass etwas nicht stimmte und löschten das Feuer. Wer leckt an wem? Das klingt ja so, als hätten Monsieur Beaulieus und Madame Nina hier erstklassige Bälle veranstaltet. Das stimmt. In dieser Hinsicht war Baron Rossell etwas zurückhaltender. Erzähl mir, Barnabas Basilius, wie sieht es hier mit Wein aus? Kann ich dieses Jahr Wein keltern? Ich fürchte dieses Jahr nicht, Herr. Letzten Herbst hat ein Pilz alle Reben zerstört. Wow. Baron Rossell hat neue Reben pflanzen lassen, aber es wird dauern, bis sie tragen. Wenn der Pilz natürlich nicht wieder auftaucht. Das wäre schade. Dieser Sepremento lässt mich träumen. Er ist erstklassig. Nicht wahr, oder? Erlaube mir, dass ich nachschenke, Herr. Bitte sehr. Danke. Da setze ich mit meinem Haushofmeister auf der Terrasse von meinem geilen Anwesen, dem Corvo Bianco, und gebe mir die Kante. Und jetzt pennt er. Zu Hause ist es am schönsten. Schaut euch das mal an. Ist das dich einfach ein Traum? Kleines plätscherndes Flüsschen vor der Tür. So richtig idyllisch, ne? So voll idyllisch. Ich mag das. So, dann gehen wir nochmal kurz in unseren heiligen Geheimkeller. Den super geheimen Geheimkeller, nämlich dieser hier. Und hier kann ich Mutagene machen. So, hier zerlegen wir mal. Machen wir 10 Stück. Machen wir 10 kleine. So, da zerlegen wir auch nochmal 2 Stück. So, hier machen wir nochmal ein kleines blaues. Hier machen wir nochmal ein kleines rotes. So, sieht das ganz gut aus. Weil jetzt, wo war das? War das hier? Ja. Hier habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, mit den ganzen Mutagenen, die ich habe, mir noch mehr zu bauen. So, die Frage war nur, wo ist das? Charaktere, welcher Handwerk? Alchemie, das glaube ich Alchemie. War das Alchemie? Ja, genau. So, blaues Mutagen. Wir machen mal ein paar. Keine Ahnung, wofür das gut ist, ich mache sie trotzdem mal, ne? So, dafür bräuchte ich noch hier Zeugs. Aber das Zeug brauche ich halt nicht. Für blaues Muttergen brauche ich grünes Muttergen. Okay. Und hier Vitriol und so einen ganzen Quietsch, Quatsch, Blopp. Aber
Mit meinem alchemistischen Labor kann ich solche Sachen ja auch nebenbei hier machen. So, die großen blauen. Warum machst du das? So, noch eins davon und ein großes. So, dann ein paar große grüne bauen. So, noch zwei grüne. Alter, wie viele ich machen kann, ey. Noch einmal ein großes. So. Da können wir welche machen. Chemiebaukasten für den Kloddadelpapa, genau. Hier bräuchte ich jetzt noch Winterkirsche, aber habe ich gerade nicht zur Hand. Dann ist das so. Kein Problem. Wir machen noch ein bisschen großes Rotes hier, zwei Stück. So, wunderbar. Und wenn ich jetzt mal ins Inventar reingucke, da müsste ich jetzt ganz viele rote und grüne und gelbe und blaue haben. Da, 21 große grüne, 17 große blaue, 7 große rote. Das sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ich denke mal, da kann man einigermaßen mit leben. So, den Rest, 97%, 89%. Das sieht auch noch alles ganz gut aus. Bei meinem nächsten Besuch in der Stadt versuchen wir da mal so ein bisschen was zu verkaufen. So. Bevor wir weiter juckeln. Ja? Mal nicht frech werden hier, Geralt. Nicht frech werden. Da haben wir das Schild des Ritters Geralt von Riva. Ist das nicht schön? So, da haben wir weiter nichts mehr. Hier haben wir noch Fen-Aid. Klatschen wir mal drauf. Was haben wir hier? Herzogswächter. Rüstung des Ritters Geralt von Riva. Ritterhose, Neumondhandschuhe, dann ein paar Ritterstiefel, oder? Ja, Ritterstiefel. So. Ja, genau. So machen wir das. So, unsere Rüstung, unser Schild. Spannendes hier. Was ist das? Anfährte. Oh ja. Noch ein Fen-Aid. Und ein Tescher Mutner. Keine Ahnung wofür, aber ich mach's trotzdem mal. Ah, meine Küche. Was haben wir denn hier? Oh, lecker! Neues Hühnchen! Marlene hat mir wieder Hühnchen gemacht. Hey Marlene, wie geht's dir? Danke, dass du mir erlaubt hast zu bleiben. Bitte, bitte. Ich kann mich nicht erinnern, wann es mir zuletzt so gut ging. Voll gerne.
Bist du sicher, dass du dich hier draußen nicht einsam fühlst? Weiß ich noch nicht. Du hast mich ja gerade erst von meinem Fluch befreit. Fürs Erste habe ich jedenfalls kein Bedürfnis nach Stadt und Leuten. Als Wicht hast du bei anderen Leuten vorbeigeschaut. Ja, aber doch nachts, wenn sie schliefen. Ich war immer auf der Suche nach Löffeln. Denk dran, dass du es dir jederzeit anders überlegen kannst. Wenn es dir hier reicht, sag Bescheid. Ich würde nie undankbar wirken wollen. Und ich würde nie wollen, dass du gegen deinen Willen hier bist. Bis später. Bis dann, Hexer. Und denk dran, hier wartet immer was Warmes zu essen auf dich. Also das war eine der geilsten Questen überhaupt mit dem Fleckenwicht, wo viele andere gesagt hätten, komm, machen wir platt. Kenne ich nicht, will ich nicht. Ist bestimmt gefährlich, gruselig, tot machen. Ich habe mich halt dagegen entschieden und ich bin da ganz froh drüber. So. Schön mit Schwertern und Rüstung ins Bett gelegt. Und wir ruhen mal bis nächsten Morgen, 5 Uhr. Ausgeruht gehen wir in den neuen Tag. So, schauen wir kurz in unsere Tour rein. Im Lacher, was haben wir denn noch im Lacher? Hier haben wir noch... Oh, warte. Hier haben wir noch ein paar. Das nehme ich mal mit hier. Winterklinge. Was bist du? Nochmal Winterklinge. Und du bist Iris. Das alte Elfenschwert. Und kann ich was mit der Regionalstatuette machen? Wir wollen mal schauen. So. Nein, keine Trophäen mehr. Okay. Also, Reginald kann wieder hier rein. Na, Reginald, wo bist du? Da ist Reginald. Wie kommt wieder rein? Aber merkt ihr, ne? Der hat hier im Schlafzimmer... Gibt es keinen Ständer für Rüstung? Er hat Ständer gesagt. Und nichts für die Waffen. Das ist alles nur hier draußen. Alles nur hier. Aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. So, das ist das. Tischer Mutna, das behalte ich. Das Fenet behalte ich auch. So, hierhin. Kommt dieses. Ja, habe ich auch gemerkt, dass Schwerter im Schlafzimmer Frauen verscheuchen können. So, hier habe ich Dalie und das Neve Seide. Melthied und Geralt von Rivas Schild. Das geht so aber nicht hier. Das geht so aber nicht. Können wir so nicht bringen. So, jetzt hätte ich aber gerne Winterklinge. Und nochmal Winterklinge. Die bitte beide hier. Beide Winterklingen. Ha. Genau so. So, Geralt von Rivas. Und einmal Iris hier bitte.
Warum haut der Geralt hier immer rum wie so ein Bekloppter? Mann, 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 Mann. So, das ist unser Gästezimmer. Ich habe keine Bilder mehr. Ich muss unbedingt Bilder kaufen. Ich brauche Bilder. So, eins hier. Mal gucken, wie viel brauche ich denn überhaupt. Zwei Bilder. Drei Bilder. Vier Bilder. Und ein paar Trophäen. So, was für so bester Liebhaber der Welt und so. So. Also, wir haben schon eine richtig geile Hütte. Je gefällt mir. Auf Trab, desto früher im Grab. Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Nein. So. Peter, pass doch auf. Hallo? Hilfe! So helf mir doch! Hallihallo da drüben! Ja, schon besser. Alter. Dem Herrn des Hofes hier solchen Spruch an den Kopf klatschen? Kollege, Kollege, das kann auch ganz böse nach hinten losgehen, doch. Mann, doch. So. Das Hungerspiel, das große Gewinnturnier. Vater weiß es eben nicht. Auf den quirligen Straßen Buclairs fand Geralt einen Aushang. Jemand suchte eine Eskorte, um in eine Höhle vorzustoßen. Das schien keine große Mühsal zu werden. Der Hexer beschloss, die Gelegenheit beim Schöpfer zu ergreifen. Sprich mit den Männern, die den Auftrag ausgeschrieben haben. Wo muss ich denn? Ach, das ist nicht so weit. Und auf dem Weg liegt sogar noch ein Fragezeichen, was danach ruft, von uns bedient zu werden. Weiter so, Plätze. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. Und das Gewicht ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, was man daraus macht. Ja. Der Turnierplatz ist auch nicht allzu weit weg. Das ist ja praktisch. Aber ich glaube, ich muss da irgendwo lang. Deswegen reite ich mal immer so querfeldein. Alter, was habe ich mir hier auf diesem Parcours einen abgebrochen? Im Vorbeireiten Köpfe von Strohpoppen abwerfen. Und während des Reitens versuchen, irgendwelche Ziele mit der Armbrust zu treffen. Mann, 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 das war ganz schön eklig. Hallo? Hallo?